So, hallo. Wir machen weiter. Bei Le Kirby. Was müssen wir tun? Wir müssen noch ein paar Dinge tun. Ich bin gleich bei mir. Ich bin gleich geistig bei mir. Moment. Und jetzt kriege ich einen Anruf? Was? Moment, hä? Mein Handy geht gerade los. Einen Moment, ich muss kurz... Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein... Nee, hä? Was ist das? Es war wie ein Anruf. Was willst du denn von mir? Ach, Unwetterwarnung. Ah, okay. Das war wie ein Anruf. Ich dachte schon, what the hell? Ich habe heute schon den wichtigsten Anruf erstmal bekommen für lange Zeit. Ich habe nämlich eine Planstelle, also als Lehrer jetzt, ne? So eine Festanstellung könnte man praktisch sagen. Eine Verbeamtung ist das dann in dem Sinne. Was bedeutet, dass ich wieder umziehen darf, weil sie nicht da ist, wo ich bisher bin. Was schade ist, aber das lässt sich halt nicht ändern. Aber auf jeden Fall cool. Gar keine Frage. Wir müssen... Was müssen wir denn? Ach ja, ich muss die Dinger hier fertig machen. Hierfür muss ich... Ach ja, ich muss Sachen kaufen. Stimmt. Stimmt, da war ja was. Ja, okay. Dann machen wir jetzt halt mal erstmal einen Kauf, weil das scheint alles zu sein, was es für S1 noch gibt. Also dann muss ich jetzt halt einfach eine Zeit lang kaufen. So, hilft nichts. Auch wenn ich die Sachen nicht brauche. Ich nehme halt immer das Günstigste. Das wird schon funktionieren. Also 20 ist das günstigste. Ne, ja, gut, 20 bleibt. Ja, okay. Aber kann ich das kaufen, selbst wenn ich voll bin? Hier essen. Ist das... Muss ich mir das jetzt jedes Mal angucken? Also wir gucken es jetzt einmal an. Ah, okay, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man alles mindestens einmal gekauft haben muss und nicht nur eine Sache. Ja komm, wir kaufen lieber alles einmal. Dass man auch jede Animation einmal da oben sieht. Aber auch schön zu sehen, wir sind einfach die Einzigen, die hier konsumieren. Na, sonst ist hier oben, sitzt hier nie jemand außer uns. Trauriges Leben als Händler. So, dann hier den Energy Drink, ab dafür. Hier essen. Vor allem essen wahrscheinlich. Okay, was man... Die Flasche ist einfach mit weg. Die Flasche ist einfach mit weg. Also, ich verstehe ja viel, aber dass die Flasche mit weg ist, verstehe ich nicht. Kirby, please. Und selbst hier ich kann mir den Namen von dem Ding nicht merken. Selbst der Kollege hat die Flasche mit verzehrt. Und jetzt wird das Grüne auch mitgegessen, natürlich. Mmm, lecker. So, jetzt sind wir alle voll. Hätte mich eigentlich gewundert, wenn er nicht auch noch die Teller mitgegessen hätte. So, und jetzt kaufen wir einfach die ganze Zeit nur das hier vorne. Ah, nee, ich wollte es nicht mitnehmen. Ah, es geht schneller, oder? Ja, es geht schneller, weil die Animation nicht kommt. Okay, dann machen wir das so. Okay. Halalalala. Blöd wäre es jetzt, wenn es nicht nach Anzahl geht, sondern nach Geldbetrag und man es schneller schaffen würde, wenn man einfach 3 Millionen Maxi-Tomaten kauft, anstatt dann gefühlt 6 Millionen Torten. Das wäre eigentlich... Geht es nach Anzahl oder nach Geld, was man ausgibt? Es könnte beides sein. Aber wenn man es nicht weiß, ist die Entscheidung schwierig. Weil
Denken wir das Ganze kurz wirtschaftlich durch. Wenn es nach Geld geht, dann ist es schlauer, die Maxi-Tomate zu kaufen. So. Es ist aber nicht immer schlauer, die Maxi-Tomate zu kaufen, weil wenn es nach Anzahl geht, wird das Ganze teurer. Na, weil dann... Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, gib her das Ding. Okay, das hat nicht lange gedauert. Das hat nicht lange gedauert. Sehr schön. So. 3 Millionen Autos. Ich habe die eh schon in der Dings drin. So. Und dann können wir jetzt aber dann hier noch den Rest kaufen. Dann kaufen wir jetzt auch einfach die ganze Zeit das hier. Dass wir sind dann einfach den Rest des Spiels sind wir einfach schnell. Wir sind jetzt schon bei 600. Wir sind jetzt einfach schon bei einem 600er Boost. Oh, das war... Okay. Es war nur einmal noch zu kaufen. Das hätte ich letztes Mal auch schon haben können. Na gut. So, damit haben wir aber jetzt Serie 1 vollständig. Na, jetzt ist Serie 1 wirklich... Zack. 800. Jetzt ist Serie 1 wirklich vollständig, ne? Genau, da ist jetzt auch so ein Dings drüber. 79 von 79. Okay, was müssen wir für Serie 2 tun? Also ich denke, die 100% beziehen sich nicht auf die, die man sozusagen so bekommt, sondern halt auf die, für die man extra Sachen machen muss. Das sind immer die umrahmten. Wo ist denn hier was umrahmt? Hier ist gar nichts umrahmt. Ist bei Serie 2 nichts umrahmt? Oder bin ich blind? Nee, hier ist kein Rahmen, ne? Hier sind keine Rahmen. Nee. 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 Okay, okay. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Dann gibt es bei Serie 2 keine Spezialdinger. Dann könnte man die alle kaufen. Okay. Dann jetzt erstmal Serie 3. Gibt es hier Rahmen? Ja. Nee. Nur noch bei 4. Und das ist alles Kolosseum oder was? Ist das alles Kolosseum? Kolosseum? Alle Filme? Okay, wo ich die letzten Filme herbekomme, ist noch eine andere Frage. Vielleicht aber, wenn man das Kolosseum durch hat, vielleicht kommt da nochmal ein Film. Wieder Kolosseum? Kolosseum. Kolosseum. Okay. Ja, dann ab ins Kolosseum und hoffen, dass, wenn wir das durch haben, die 100% da sind, ne? 94% aktuell. Ich bin gespannt. Dann gehen wir doch mal da rein. Na! Ich erst gar. So. Genau, Ultimativturnier. Und das andere geht noch gar nicht, weil... Ist so. Okay, aber man sieht schon, das wird jetzt, also da kommt ja auch Leo vor und alles, also das wird, puh. Mal gucken. 12 Kämpfe. Wir gehen rein. Ich bin gespannt, ob das jetzt, ich meine, ich muss ja nicht ohne Schaden schaffen und sowas, ne? Wir werden natürlich erstmal das Schwert hier behalten und mal gucken, wie lange das gut geht. Und wir gucken mal. Die werden jetzt auch stärker sein. Ich denke nicht, dass die jetzt die gleiche Stärke haben wie sonst. Die werden jetzt stärker sein. Ja, sieht man schon, ne? Ah, wobei. Nee. Hab nichts gesagt. Vor allem, solange ich halt... Na, das ist halt das Starke. Solange ich halt... Ja. Solange ich halt meine Energie behalte, habe ich halt die Schüsse. Und bin damit enorm crazy drauf. Und das Schwert... Gut, das Schwert kam jetzt ja auch erst noch neulich dazu. Also das kommt ja auch noch erschwerend dazu, dass ich durch das Schwert nochmal viel mehr Stärke habe, als man jetzt eigentlich hätte, wenn man mit diesem Turnier anfängt. Aber ich fürchte, jetzt werden wir gleich den ersten Treffer kassieren, weil ich hier immer nicht aufpasse genug. Reicht es eigentlich von der Reichweite? Nein, es reicht nicht von der Reichweite, das ist schlecht. Jetzt reicht es. Jetzt kommt wieder der Wind. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dann halt, wenn wir...
wenn wir bei der anderen Geschichte sind, wenn wir bei, na sag schnell, ah, jetzt kommt die scheiß Wurzel, ne? Vorsichtig, 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 okay. Ich wollte sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir bei der, bei dem Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen sind, dass da dann auch die Phantombosse mit reinspielen werden. Was kritisch wird, aber naja. Und klar, für jetzt wäre es besser, wir hätten den Angriffsboost und nicht den Schnelligkeitsboost. Aber hey. Es ist, wie es ist. Das könnte ich dann aber auch. Ich könnte dann tatsächlich vorher den Angriffsboost einfach kaufen. Aber hier, okay, bei ihr schnell sein ist auch gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Oh mein Gott, ich kann immer noch schießen. Ich kann immer noch schießen, weil ich die... Wieso kann ich immer noch schießen? Weil ich die zusätzliche Energie-Ding habe, oder was? Woran liegt denn das jetzt? Oder schießt das Schwert immer? Schießt dieses Schwert immer, egal wie viel Energie man hat, oder liegt es an der zusätzlichen Energie? Ich glaube eher, das liegt an der zusätzlichen Energieleiste, ne? Ich denke, das wird es sein. Aber es wäre krass, wenn das immer schießen würde. Das wäre super sick. Aber ich, also ich glaube, es liegt an der zusätzlichen Energieleiste. Das würde ich mir eher vorstellen, sag ich mal. Das könnte ich mir eher vorstellen, tatsächlich. Jo, ciao, ne? War nett mit dir. Es ist so lächerlich. Können wir sowas nicht einfach überspringen und die Zeit nicht verschwenden? Wäre das okay? Und ich nutze ja noch nicht mal die starke Attacke. Ich habe mir noch nicht mal ein großes Schwert draus gemacht. Oder, stimmt, es ist jetzt ja noch krasser dann. Kann ich mit dem großen Schwert gleich reingehen oder wird es erst groß, wenn ich es einsetze? Ist es jetzt noch groß? Das war nicht so gut. Ah, doch, eigentlich schon. Okay, schnell aufladen. Ah, hat nicht funktioniert. Bam! Yo, das macht so viel mehr Schaden. Ist das sick? Oh, Hilfe. Ah, ich hab vergessen, was er tut. Yo, das ist super sick. Und stimmt, ich lade mich doch auch noch auf mit dem Ding irgendwie, ne? Irgendwie lade ich mich doch... Oh, Hilfe. Irgendwie lade ich mich doch zusätzlich noch auf, wenn ich das einsetze. Oder irgendwas war doch da. Ich hab's vergessen. Ich hab's halt echt schon wieder vergessen. Aber irgendwas war da mit Aufladen. Aber es kann auch sein, dass das jetzt nicht hier passiert. Oh mein Gott, Hilfe. Ich wollte nicht... Scheiße. Ich habe gerade nur durchs Rumprobieren, habe ich jetzt zu viel Energie verloren. Ich weiß schon. Aber ich wollte ein bisschen... Irgendwas war da mit Aufladen. Aber ich weiß nicht genau, wie und was. Aber das stimmt, da war was. Da war was. Irgendwie habe ich mich aufgeladen. Okay, bevor ich die Leiste verliere, da die zusätzliche... Nehme ich mir lieber jetzt schon mal eine Tomate. Das erscheint mir sehr sinnvoll zu sein, tatsächlich. Kommt jetzt Meta Knight? Ja. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip an der... An der Stelle angekommen, wo das andere Turnier geendet wäre. Ups. Ja, guck mal, ich lade mich auf. Wenn ich mit dem großen Schwert kämpfe, lade ich mich auf. Wie sick ist das denn? Ich lade mich auf.
Das liegt dann am großen Schwert, oder was? Hoppala. Ja, was du kannst, kann ich schon lange. Hier. Tschüss. Ja, sick. Also, aber wenn ich jetzt normal ohne Gegner kämpfe, dann lade ich mich nicht auf, ne? Ne, ich muss dafür schon jemanden treffen. Es wäre sonst auch ganz schlecht, weil dann könnte man sich ja hier problemlos ohne Maxi-Tomaten heilen. Also das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders, sag ich mal. Okay, jetzt kommt er wieder. Aber jetzt lade ich mich auch wieder nicht auf gerade. So, woran liegt es? Wann lade ich mich auf? Muss ich da direkt mit dem Schwert treffen? Jetzt habe ich mich aufgeladen. Ich verstehe noch nicht ganz wann und wie, aber ich habe es wieder gehört. Fakt ist, es passiert. Grundsätzlich passiert es. Aus irgendwelchen Gründen. Ups. Jetzt habe ich mich auch wieder aufgeladen, ohne dass es groß war, das Schwert. Also, das Schwert alleine reicht schon zum Aufladen, oder was? Guck mal, jetzt schon wieder. Immer so ganz kleines bisschen. Woran liegt das denn? An welchem? Also, mir ist es ja recht, ich würde es nur gern verstehen. So, ciao. War auch nett mit dir. Und wieder aufgeladen. Ich glaube, wenn ich direkt mit dem Schwert angreife, ich glaube, sowas ist es. Ich glaube, dann lade ich mich auf. Und direkt der andere DDD hinterher. Der animalische DDD. Alter, der hat einfach schon die Hälfte verloren. Oh. Ja, das ist so krass, ne? Aber ich bin mal gespannt. Ich meine, das Turnier, was nach dem hier kommen wird, das geht wahrscheinlich schon davon aus, dass man dann auch dieses Schwert haben kann. Das wird sicherlich nochmal schwieriger. Aber das Turnier jetzt aktuell, das ist natürlich, ja, Kindergarten. Aber es soll mir recht sein. Das ist keine Beschwerde. Bevor das jetzt jemand falsch verstehen könnte. Mir soll das sehr recht sein, wenn das so läuft. Weil je weniger Probleme, umso schneller kommen wir hier durch, umso schneller kommt das nächste Projekt. Gerade ist es ja wirklich nur noch das Sammeln der 100% und ich hoffe, das ist noch irgendwie unterhaltsam, so ein bisschen. Aber wir können eigentlich, jetzt kommt Leo, wir können eigentlich mal hier reingehen. Wir haben genug Maxi-Tomaten hier draußen rumfliegen. Yo, das gibt auch nochmal ordentlich hier. Weg, weg. Ja, alles easy hier. Jetzt kommt der Daser. Ja, ah, aua. Okay. Dann treffe mich halt kurz, ist in Ordnung. So, tschüss. Tschüss. Abflug. Also gerade ist es einfach nur durch. Einfach nur durch, Augen zu und durch. Keine Herausforderung, kein gar nichts. Aber es ist, wie gesagt, es ist okay. Das ist keine Beschwerde. Bevor mich jemand falsch versteht. So.
Okay, dafür ist das Schwert jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Weil ich das auch verlieren werde, klar. Ah, warte mal. Da, das ist voll gut so. Ja, das haut ihn jetzt komplett zu. Ja, lol, das ist natürlich optimal, auf die Art und Weise zu kämpfen. Witzig. Und direkt die nächste Kiste, okay. Mit Energie nochmal zusätzlich, ist auch in Ordnung, nehme ich. Ja, dann. Auf ins Finale. Okay. Ich glaube, man kann es überspringen, aber ich mag die Sequenz. Ich will die mir nochmal anschauen. Die ist echt cool gemacht. Ich meine, auch wenn dieses Ding irgendwie zu... fast schon zu episch für ein Kirby-Spiel ist, aber ist okay. Ich will mich da auch nicht beschweren. Ist ja nur eine Anmerkung. Eine freundliche Anmerkung. Ja, okay. Das hat nicht hingehauen. Mist. Gib mir mein Schwert. So. Bam. In your face. Aber fahren wir dann jetzt auch nochmal mit dem LKW eigentlich, theoretisch? Könnte passieren, ne? Okay, jetzt kommt erstmal der Quatsch. Ach Mann! Ah ja. Oh, wir haben die richtigen erwischt direkt. Schön. Ja, dann machen Abflug. War auch sehr nett mit dir. Aber in dieser Variante kannst du mir nichts entgehen. Oh, jetzt komm! Das brauchst du doch jetzt nicht. Wegen einem Millimeter Energiebalken, den du noch hast. So. Okay, passt. Juhu. Ja, 8 Minuten 50. Juhu. Und ein ganzer Stein. Und eine Sammelfigur, genau. Deswegen machen wir das. Jo. Okay, da können wir jetzt mal lesen, was da alles so steht. Elphilin wurde aus einer kleinen, mitfühlenden Seele geboren, die dieser invasiven Kreatur innewohnte. Ohne eine Seele, die sie zügelte, verlor sie die Kontrolle über ihre Teleportationsfähigkeiten und erschuf die rätselhaften Wirbel. Nun, da beide wieder vereint sind, können sie neue Invasionspläne schmieden. Okay. So, und jetzt wird der wahrscheinlich... Aha. Jetzt gibt's das nächste Turnier. Ja, Nummer 3 ist jetzt zur Verfügung. Da wird's jetzt halt alles dabei sein. Ultimativ-Turnier Z. Okay. Sind wir jetzt bei Dragon Ball? Okay, jetzt können wir mal gucken, ob das Ultimativ-Turnier Z jetzt tatsächlich alles ist oder ob es jetzt immer noch ein Fragezeichen-Turnier gibt. Das ist Ultimativ-Turnier Z. Ultimativ-Turnier Z. Moment, hä? Diese Figur hältst du, indem du Ultimativ-Z im Kolosseum komplett meisterst. Diese Figur hältst du, indem du Ultimativ-Z im Kolosseum... Okay, zwei Figuren sind die gleiche, das gleiche Ziel, oder was? Ist okay, ich habe nichts dagegen. Die Filme?
Diese Figur wird dem Überraschungsautomaten hinzugefügt, nachdem du das Ultimativturnier Z komplett gemeistert. Also, ist es eigentlich nur noch das Ultimativturnier Z? Sehe ich das gerade richtig? Es ist eigentlich nur noch das, weil das hier ist es. Das hier ist es. Das hier ist es und halt die Filme. Bei den Filmen warte ich erstmal ab, was hier noch kommt. Gibt es jetzt hier eigentlich neuen Text? Nee, okay, das mit dem Meta-Knight ist immer der gleiche Text. Also der steht jetzt woanders, der ist jetzt einfach da oben. Okay, sonst hat sich hier nichts geändert. Na, nee. Ja, dann können wir doch gleich ins nächste Turnier noch rein. Aber dann würde ich tatsächlich jetzt, damit es schneller geht, auch wenn ich jetzt dann ein bisschen Dings verliere, aber dann würde ich jetzt einfach mal hier Angriffsplus reinziehen. Und zwar ganz lange. Kann fünfmal gleichzeitig. Ah, okay. Es gibt ein Limit. Es geht bis 1000. Alles klar. Ja, dann go. Weil Angriff... Oh, das stackt. Ich kann beides nutzen. Ach so. Ich kann beides nutzen. Kann man das nicht... Oh, das ist auch wieder sowas. Wieso muss man denn alles einzeln? Wieso kann ich nicht gleich sagen, gib mir es fünfmal? Ich meine, ich sitze jetzt wieder eine Minute, bis ich das aufgeladen habe. Wie gesagt, wir wollen, dass es schnell geht. Ich will es jetzt nicht mehr groß auf Herausforderungen spielen, sondern es soll einfach schnell gehen. Vielleicht ist es ja trotzdem noch schwer genug. Kann ja sein. Ich hab's ja noch nicht probiert. Ich bin gespannt. So. Let's go. Okay. Wir sind voll. Oh, es geht nur bis 999. Frech. Wie mein Geld zurück. Okay, lass uns anmelden. Ja, genau, da geht es jetzt bis Morph selbst. Also dann geht das Spiel an der Stelle auch davon aus, dass man jetzt das Schwert hat. So, ne? Ja. Aber es sind auch wieder nur 12 Kämpfe. Das heißt, es sind die noch... Ach, guck mal, der zeigt sogar an, dass man getrickst, also dass man Dings benutzt hat. Das zeigt er sogar an. Hier ist es ohne, hier ist es mit. Aber interessiert ja nicht, weil juckt. Na, ist wurscht. Okay. Na dann, gehen wir jetzt in die Zombie-Kämpfe, sag ich schon. Oh ja, erzähl mir was. Ja, ja gut, ist klar, dass man das andere Reich geht. Das musst du nicht, das lese ich eh nicht. Ja, let's go. Aber dann müssen wir die normalen nicht mehr spielen, sondern es geht direkt... Es geht direkt nur mit den... Also nur mit den... Oh, und guck mal, wir haben keine Dings mehr. Auch interessant. Wir können uns jeweils nur noch einmal heilen. Aber ich meine, unser Schwert heilt uns halt eh. Also das mit dem... Das mit dem Schwert hier angehen, scheint mir am sinnvollsten tatsächlich. Ja, guck mal, wie viel Schaden wir einfach machen weiterhin. Das ist so sick. Schade, zu langsam. Zu langsam. Ja, da komme ich nicht durch. Ja, was ist denn das für ein Weg jetzt heute? Das ist ja ganz anders als sonst. Hä? Okay, ich check den Weg nicht, ist egal. So, mach Abflug. Ist okay. Ist okay, Phantom Woods.
Wieso haben sie es nicht P genannt? Für die Phantome. Irgendwas P. Guck mal, jetzt kommentiert er doch, obwohl wir in einer anderen Welt sind. Achso, die Kämpfe kann er nicht kommentieren. Ja, ist in Ordnung. Alter, mit der Attacke reingehen, reinstarten, ist so insane. Also ohne Witz. Oh oh. Ah. Du hast nicht getroffen, du hast nicht getroffen, du hast wieder nicht getroffen. Jetzt kommt eine dämliche Figur, mit der kannst du dich echt mal verziehen. So, tschüss. Keine Lust auf die Figur. Weiter geht's. Als ob wir die Waffe wechseln würden. Wie sehe ich denn aus? Hallo, ja moin. Tschüssikowski. Oh, wir haben Schaden genommen. Das ist natürlich ärgerlich. Und da ist der Schaden wieder zurück. Es ist mit dem zusätzlichen hier Angriffsplus ist es echt. Also das macht bestimmt nochmal ordentlich was aus. Kann ich mir schon vorstellen. Das macht safe. Ups. Leave me alone. Das macht safe ordentlich was aus. Ah, mein Gott, wie oft denn noch? Ah, ich war zu langsam. Aua. Ah, das reicht nicht. Ah, doch, es reicht. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht meine Leiste verliere. Ich glaube, das ist noch die Zusatzgeschichte, dass mit der Leiste, dass ich durch die Leiste halt diesen Effekt behalte. Diesen Schusseffekt, was halt einfach OP ist. Also das ist wirklich die Definition von OP. So, hier. Aber das reicht nicht. Ah doch, ist, naja, es geht kurz durch. Ah, das war's dann auch. Und ich darf mein Schwert nicht verlieren, aus irgendwelchen Gründen. Aber das passt. Alles in Ordnung. Sollen wir eine Tomate nehmen? Bevor die Leiste weg ist? Wer kommt jetzt? Ja, wir nehmen mal eine kleine. Es ist in der eh nur kleine da. Und dann hoffe ich, dass ich den Rest jetzt aufladen kann. Mal gucken. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Yo, das hat richtig Energie zurückgegeben. Ich weiß nicht, woher das kam. Nein, gib mir mein Schwert wieder. Ich weiß, woher das kam, aber das war insane. Da schon wieder. Wo kommt die Energie her? Aua. Ja, einfach durchschlagen oder irgendwas? Ich verstehe es noch nicht. Aber wie gesagt, ich werde jetzt den Rest des Videos drüber philosophieren, warum ich... Oh, scheiße. Warum ich die Energie zurückbekomme. Aber es ist halt einfach so. Einfach froh sein und nicht hinterfragen. Guck mal, da wieder Energie. Sehr schön. Passt. Barscht. Jetzt kommen wieder so kleine Gegner, wenn ich es richtig sehe. Ab dafür. Genau. Vielleicht sollte ich gar nicht so die Starkattacke so stark fahren, weil ich dann die Energie weniger zurückbekomme. Ja, das war doch, so ist besser, so ist besser, ja. Okay. Aber mein Speed ist gleich weg. Den hätte ich eigentlich auch noch aufladen sollen weiter, glaube ich. Aber passt schon. Passt schon.
Ja, die startet ja gleich richtig durch. Wow, genau, das konntest du auch. Nein, gib mir mein Schwert. Danke. Nice. Ach ja, da war ja was. So, bevor sie nochmal hochgeht. Dankeschön, weg damit. Sehr gut. Plop. Okay. 10 Sekunden noch, dann ist meine Geschwindigkeit weg. Oh, jetzt kommt Meta Knight. Meta Knight als Phantomversion kenne ich noch gar nicht. Ich bin mal so frei und gönn mir eine Tomate. So. Weil das muss doch jetzt Meta Knight in der Phantomversion sein, ne? Ja. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Den kennen wir noch nicht. Okay, was kannst du so? Oh, schneller. Du bist schneller als ich schon mal. Okay. Und jetzt läuft meine Geschwindigkeit aus. Okay, aber du hast weiterhin nicht viel mehr Energie. Und durch den Angriffsplus, es ist so insane, was hier passiert. Kleine Fläche nur, wo ich hin kann. Aua, oh, das hat ordentlich wehgetan. Oh mein Gott, nochmal. Haben wir es jetzt? Okay, jetzt haben wir es. Oh, da hat mir fast meine ganze Leiste weggemacht. Gut, dass wir Tomate genommen haben, glaube ich. Gut, dass wir Tomate genommen haben, tatsächlich, ja. Hätte schief gehen können. Das hätte schief gehen können. So. Ich bin mir unschlüssig, ob ich gleich noch eine nehmen soll. Na, wir probieren es mal. Ich hoffe, den Rest kriege ich jetzt so hoch geheilt. Oh, das war richtig gut wieder. Tschüss. Nummer 1 ist durch. Ach, jetzt macht er erstmal Stampfi, Stampfi. Ne? Ja, ja, ja. Ich sehe nichts. Ah, das kommt auf der Seite. Das ist nicht gut. Okay. Alles gut. Nicht ins Feuer. Upp, aua. Aua. Ich sehe nichts. Ich sehe von mir nichts mehr. Hilfe. Okay, jetzt. Können wir nochmal ein bisschen heilen vielleicht? Ja, schade. Keine Heilung mehr. Aber ist okay. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und es gibt die erste Kiste. Gut. Wer ist das denn jetzt? Ich erkenne es halt gerade nicht, ne? Wer fehlt uns denn noch? Ich weiß es nicht, aber einfach rein da. Ach, das ist schon Leo. Hilfe, okay. Oh shit, ich habe nicht gesehen, womit er loslegt. Es ist halt insane. Ich kann es nur wiederholen. Oh mein Gott. Ich kann es nur wiederholen, dass ich diese Schussattacke bei dem Schwert die ganze Zeit behalten kann. Das muss an der zusätzlichen Leiste liegen. Das ist dann komplett gedribbelt, einfach das System. Bam! Alter, ist einfach schon fast die Hälfte weg. Der wird gar nicht dazu kommen, das Viech rauszuholen. Ja, lol! Okay, tschüss.
Okay. So. Dann würde ich jetzt aber tatsächlich hier wieder eine Tomate zur Sicherheit nehmen, auch wenn es nicht so viel Energie ist. Weil jetzt kommt dann eher... Nehmen wir die auch noch? Komm, wir nehmen die auch noch. So. Und es ist ja schon der vorletzte Kampf. Also es kommt jetzt halt noch der... Hier Dingens in der Phantom-Version und dann halt nochmal Morph Knight. Und dann haben wir es schon. Ach nee, jetzt kommt Morph. Hey, what? Ist da ein neuer Boss? Ist dann ein neuer Finalboss oder bin ich jetzt blöd? What? Okay, jetzt interessant. Aber jetzt kriegt erstmal er mit seinem eigenen Schwert auf die Mütze. Das kann man auch mal machen. Ja, das ist die Attacke, die auch mir wehtut. Nochmal kann ich auch. Aua. Ach, jetzt macht er die Scheiße hier wieder. Ja. Aber das nützt ja auch nichts, mein Freund. Tschüss. Okay, jetzt aber tschüss. Okay, und mit der kleinen Tomate, die wir noch nehmen können, sind wir fast voll. Also mit besseren Voraussetzungen kann ich gar nicht in den Schlusskampf gehen. Aber dann gibt es noch eine neue Dings. Ah, ich verstehe. Den bekommt man dann gar nicht in der Story, den finalen Boss, sondern jetzt bekommt man den. Oh Leute, hier gibt es auch so nochmal Essen. Ja, gut. Und die geben dafür, was geben die dafür? Ja, den Bohrer, wahrscheinlich. Und das ist jetzt auch ein neuer Film. Jetzt check ich's. Okay, ja. Oha. Chaos Elphilis. Chaos Spross, Chaos Elphilis. Okay. Show me what you can do. Ich fürchte aber fast, wir werden nicht so viele Attacken sehen. Weil ich den da. Ich mache ja doch die Gegner ein bisschen schneller. Als sie eigentlich normal dauern. Wegen dem Angriffsplus. Und auch so ist das Schwert halt schon ein mächtiger Angriff. Aber gut, dass ich das Schwert habe, davon muss das Spiel an der Stelle ausgehen können. So. Ah, schade, ich war zu langsam. Ist okay. Ja, es ist auch hier ein... Es ist leider so tatsächlich nicht sonderlich anspruchsvoll. Vielleicht ist der Kampf ein bisschen spannender, wenn man nicht das Angriffsplus hat und auch nicht das krasse Schwert und auch nicht die Fähigkeit, die ganze Zeit schießen zu können. Damit habe ich es mir vielleicht wirklich ein bisschen arg leicht gemacht. Aber ist in Ordnung. Okay, was kann das jetzt? Auf jeden Fall folgt es mir. Was kann ich tun? Okay, er kommt mit dem ganzen Ding hier durch. Ja, moin. Mach alles kaputt. Oh mein Gott. Ja, ist okay. Jetzt kommt er wieder her. Okay, was jetzt? Ah, die Variante. Das war's nicht. Da ist es. Ja, gut, das war einfach. Tschüss. Kommt auch nochmal eine Variante, wo du so Felsen aus irgendeiner Dimension holst. Hast du sowas auch nochmal drauf? Oder? Ja, weil das war's gleich, ne? Also, wenn du jetzt nicht noch ein bisschen was von dir zeigen willst, dann war's das gleich. Ich sag's nur. Okay, hier kommt ein Laser. Okay. Ja, gut. Hat zum Glück jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Und das war's. Oh, nein, das war's nicht. Da bleibt noch Energie übrig. Machen wir jetzt wieder... Ach so, ja, okay, ja, alles klar, hier.
Okay, raus mit dir. Plop. Was kommt jetzt? This is not even my final form, ja? Okay. Nein, das Schwert ist weg! Okay, das ist Absicht. Okay, das ist Absicht. Die lassen einen nicht mit dem Schwert zu Ende kämpfen, oder wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schon interessanter. Drehst du dich bitte nicht oder so? Hilfe? Hilfe? Aua! Okay, jetzt habe ich meine Leiste verloren. Aua! Das ist jetzt schwierig. Okay, ich habe kaum Möglichkeit, da Schaden zu machen. Also ganz viel muss man, glaube ich, einfach aushalten oder so. Okay, was ist jetzt los? Okay. Okay. Aua. Ja, was soll ich denn tun? Aua. Das war offensichtlich falsch. Ja, was soll ich denn tun? Das hatte sowas wie eine Treppe, auf die man gehen soll. Neustart 100 Münzen. Ja, let's go. Nicht neu beginnen. Nee, nee. Hier ja, ab 12 neu starten auf jeden Fall. Hilfe. Oh nee, jetzt muss ich aber... Och nee, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh je, oh je, oh je, oh je. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, das wird mir nicht so viel helfen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das hast du vorhin gar nicht gekonnt. Oh Gott. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Oh, ich dachte, ich kann die einsaugen, aber das sind keine Einsaugschwerter. Schade. Oh, ich brauche unbedingt mein Schwert zurück. Aber das wird ja so gar nichts. Da merkt man jetzt... Jetzt merkt man diesen massiven Unterschied von dem Schwert zu allem anderen, ne? Also da bin ich ja mit Sternen besser dran als mit Item. Ja, da mache ich so mehr Schaden. Boah, Hilfe. Und vor allem, jetzt läuft auch noch mein Dings aus. Hier mein, weißt du schon. Mein Angriffsplus. Also, aua. Also selbst wenn ich irgendwann das Schwert wiederbekommen sollte. Hilfe. Selbst wenn ich irgendwann das Schwert wiederbekommen soll, mein Gott. Selbst wenn ich irgendwann das Schwert wiederbekommen sollte, habe ich das Angriffsplus nicht mehr. Ah, ich fürchte, das dürfen wir nächstes Mal nochmal machen. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Aber krasser Endkampf. Krasser Endkampf. Ich muss nur mal gucken, ob es wirklich so ist, dass man das Schwert verlieren muss oder ob ich einfach zu langsam war. Ich kann mir beides... Oh mein Gott. Ich kann mir beides vorstellen, dass ich zu langsam war...
Super. Da ist ich zu langsam. Wait, wie soll ich das jetzt eigentlich machen, wenn ich die nicht... Hallo. Ah, weil es er ist es. Ja, geil, komme ich nicht ran. Ja, super. Das war jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Was ist das denn hier für eine Attacke? Das hast du vorhin auch nicht gemacht, weil ich dich gar nicht dazu gelassen habe. Oh mein Gott. Aber genau das meinte ich, als ich gesagt habe, wir sehen vielleicht nicht alle Attacken. Jetzt sehen wir alle Attacken. Oh, jetzt kommt die Kacke. Das war wild. Das ist irgendwie überall aufgetaucht, ne? Ach nee, hier dann nicht. Oder doch, hier auch? Aber man kann durchlaufen. Okay, man kann durchlaufen. Oh oh. Oh boy. Nein, verfehlt. Ja, ich muss einfach Glück haben und hoffen, dass wenn ich nochmal Game Over gehe, es erstens nochmal die Möglichkeit gibt, zu der 100 Münzen, mit 100 Münzen neu zu starten. Und ich dann ein Schwert bekomme. Woher weiß ich denn, ob der oben oder unten schlägt? Hilfe. Ich spring da immer rein. Das ist nicht gut. Jetzt hat er mich wieder erwischt, oder was? Oh mein Gott. Au. Okay. Jetzt kostet es 200 Münzen, ich verstehe. Oh, bitte gib mir Schwert. Sei gnädig und gib mir Schwert. Scheiße. Das ist auch nicht, was ich wollte. Ich glaube, das ist nicht viel besser. Oh je. Oh Mama, das wird nicht gut gehen. Aber ja, also doch, ein bisschen besser ist es schon für den Angriff. Ich kann immerhin Schaden machen. Besser als mit dem Bumerang. Bumerang sage ich schon. Doch, ist ein Bumerang. Passt schon. Sheesh! Oh mein Gott, die kommen gezielt. Aber viel Schaden mache ich auch nicht. Aber besser als nix. Mama mia. Aua. So darfst du das. Aua. Aua. Jetzt kommen die Dinger wieder. Das ist eigentlich ganz okay. Aber ich muss es nochmal sagen, man merkt wirklich massiv diesen Unterschied von Schwert und Angriffsplus. Und also Angriffsplus ist noch am Start, aber gleich nicht mehr. Oh, das kommt auch noch dazu, das ist gleich weg. Ah. Ja, geil. Oh, das war dumm. Aber jetzt laufe ich da auch noch rein. Oh mein Gott. Ich würde ja nur auch gerne jetzt einfach mal testen wollen, ob man zwingend sein Item verliert am Endkampf. Also ich will eigentlich jetzt nur bis zum Endkampf kommen, um zu sehen, ob ich das Item nochmal einsammeln kann oder ob das unwiderruflich weg ist oder ob ich einfach Pech gehabt habe. Was ist das denn jetzt für eine Attacke? Hilfe! Das hast du vorhin auch noch nicht gemacht. Haben wir es jetzt? Nein, immer noch nicht. Haben wir es jetzt? Nein, immer noch nicht. Jetzt haben wir es. Eieiei.
Oh mein Gott. Oh. Okay, woher weiß ich, ob der oben oder unten schlägt? Okay, so hat's gepasst. So hat's nicht gepasst. Okay, jetzt kommen wir aber klar. Da nicht. Hier, ich hab dich erwischt, mein Freund. Boah, aber knapp, aber richtig knapp. Aber hat funktioniert. Mann! Hör auf, mich zu treffen. Ach, nee. Was jetzt? Ah, die scheiß Laser-Geschichte. Okay. Also, wir haben gelernt. Jetzt durchlaufen. Okay. Oh, das könnte wehtun. Ja. Ah, Hilfe. Jetzt macht er das 3 Millionen Mal. Hilfe. Noch einmal. Okay. Noch eins? Nein, jetzt kann ich wieder hin. Na, oder doch nicht. Oh, mach bitte nicht wieder die Schattenfigur. Ja, das kannst du machen. Okay, da... Jetzt... Oh mein Gott, ich komme doch wieder... Kommt auch wieder der große Felsen. Hilfe. Oh boy. Jetzt 300 Münzen... 400. Shish. Und ich muss immer wieder pokern, bis das Schwert kommt. Das ist auch kein Schwert. Aber das ist jetzt wieder eine Fernkampfattacke. Ich muss es ausprobieren, das hilft alles nichts. Aber jetzt ist der Angriffsplus auch weg. Ich glaube, wir starten es einfach nochmal neu nächstes Mal. Und dann schaue ich, dass ich das Schwert behalten kann. Ich weiß jetzt ja, worum es geht. Also, ne? Ah, das war dumm. Nein, ich bin so blöd. Mann! Alter, wie soll man denn sowas ausweichen eigentlich? Das würde eh nicht treffen. Oh mein Gott! Ich bin so schlecht, was das an... Alter, nee. Ich glaube, das ist doch keine gute Waffe für den. Weil man halt kaum dazu kommt, die aufzuladen. Und das ist ja das, was die Waffe erst so richtig stark macht. Mann, ich kann dem nicht ausweichen. Nee, also das bringt nicht viel. Nee, das ist... Ich glaube, wir müssen hier erstmal aufgeben. Das bringt so nichts, das ist nur Zeitverschwendung gerade. Es dauert halt so lange, bis die Variante mal trifft. Ja, es war jetzt gar nicht mal so schlecht. Habe jetzt ein paar Mal getroffen. Ja, okay, der Laser ist ziemlich lächerlich.
Okay, ich habe immer noch, ich habe es immer noch abschießen können. Also wenn man damit trifft, ist es schon gar nicht so schlecht. Aber man muss halt die Zeit zum Aufladen haben. Ja, und wenn er die einem nicht gibt, dann ist natürlich Quatsch. Oh nee, jetzt kommt die Scheiße wieder. Ich kann dem nicht ausweichen. Okay, manchmal doch. Okay, wir haben ihn immerhin wieder in der Phase, aber jetzt ist dann vorbei. Weil jetzt... Ach nee, jetzt kommt die Schattenscheiße. Oh nee, das ist dumm. Ich kann auch gegen das Ding nichts machen, ne? Nee. Ich kann da nur drüber fliegen. Jedes Mal nur drüber fliegen. Ah. Nein, jetzt ist er wieder weg. Mann. Okay, jetzt. Sehr gut. Das hat ordentlich gezündet. Das hat ordentlich gezwiebelt. Ah. Was jetzt? Laser, okay. Nein, es war zu bald. Jetzt rüber. Ah, es war wieder zu bald. Scheißdreck. Mann, ich... Nein, ach Mann, jetzt hau doch nicht gleich wieder ab, du... Mistding. Auch schon wieder. Oh, das ist neu. Ah, Hilfe. Okay. Als. Oh mein Gott. Alter. Sind wir jetzt bei Bomberman oder was? Bruder. Was ist dein Problem? Hilfe. Ah, jetzt kommt die Kacke. Okay. Ich bin gleich down. Jetzt haut er schon wieder ab. Oh, jetzt kommt der Quatsch wieder. Jetzt kommt... Oh nein. Der hat mir das vorhin voll ins Gesicht geschmissen, ne? Ich bin gleich tot. Ja. Okay, ich boke jetzt nicht nochmal auf dem Schwert. Wir geben an der Stelle erstmal auf. Alter. Alter! Das ist ja insane. Das ist ja echt insane. Okay. Aber gut zu wissen, jetzt würde mich nur interessieren, der Film, den wir gesehen haben, ist jetzt freigespielt oder nicht? Also haben wir damit jetzt wirklich alle Filme? Oh, da gibt es noch einen Film, wenn wir es geschafft haben. Das könnte auch noch sein, dass es noch einen neuen Film gibt, wenn wir es geschafft haben. Er ist nicht freigespielt. Man muss es... Okay, man muss es erst schaffen. Ist okay, aber dann gibt es auch noch einen Film, wenn man es geschafft hat. Also, alles klar. Gut, ja, aber wissen wir, was wir zu tun haben? Also auf jeden Fall wieder Angriffsplus voll machen. Das war ganz wichtig. Mit dem Schwert reingehen. Auch das ist ganz wichtig. Die Leiste. Also ich muss hier eigentlich alles kaufen wieder. Ich muss mich komplett voll machen. Das heißt aber beim nächsten Mal sehen wir uns, nachdem ich mich komplett voll gemacht habe. Weil alles andere ist ja Quatsch. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.